Hallöchen, ihr wunderschönen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Heute sind wir im Moorland, weil es ist ja gestern das neue Rennen hier reingekommen, was nur temporär drin ist, aber immerhin. Neue Ausrüstung habe ich mir nicht gekauft, weil es mich einfach nicht so wahnsinnig interessiert oder ich sie nicht so passend auf dem Pferd finde. Hast du Interesse am Springreiten? Dann hast du Glück. Thomas veranstaltet eine besondere Vorführung hier im Moorlandstall. Wenn du das Springreiten selbst einmal ausprobieren möchtest, sammle doch einfach erst Erfahrung im Parcours, den ich mit anderen aufgebaut habe und der über das Regelwerk des Sportes einhält. Zwar wirst du nicht bewertet, aber du erhältst eine gute Vorstellung davon, wie sich eine Teilnahme an einem professionellen Wettbewerb anfühlt. Natürlich begeistert mich am meisten die neue Springsättel von legendären Sattler Rex Stamper. Du findest deine Meisterwerke im Shop für die Ausrüstung hier im Moorland, zusammen mit passendem Soundzeug. Genieße die Vorführung, falls du das Springreiten nicht schon bereits intensiv betreibst. Dann wird damit vielleicht eine neue Leidenschaft in dir geweckt. Okay. Linda, was machst du hier? Du glaubst doch nicht etwa, dass wir Soulrider immer in die Gefahr reiten, oder? Es ist überaus wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Freizeit und Arbeit zu pflegen. Schließlich kannst du nicht die Welt retten, wenn du vor lauter Stress völlig ausgebrannt bist. Es ist nicht einfach, alles unter ein Dach zu bekommen. Die Pflicht als Soulrider, Familie, Schule, Wettbewerbsreiterin, Arbeiterin für die Baroness, bei all meinen Lieblings-TV-Shows und Comics auf dem Laufenden zu bleiben. Oh, Linda, das ist so ein kleiner Schreiber. Von den Romanen, an dem ich gerade arbeite, gar nicht erst angesprochen. Und dann das Spielen mit meiner Katze Misty. Oh, sie hat eine Katze. Bevor du fragst, nein, ich habe keine Zeitumkehrer. Wenn ich irgendetwas durch Fanfictions gelernt habe, dann das Vermischen von Magie und Zeitreisen niemals gut endet. Okay. Und wie kann ich das Rennen jetzt starten? Ist das das hier? Ich denke mal. Dann starte ich doch mal ein Highscore-Rennen. Ui, mit Musik, schön. Bin sehr gespannt. Schade, dass man hierfür keine Erfahrungspunkte bekommt. Oh Gott. Ups. Aber es ist cool gemacht, jetzt schon mal so. Vom Alleinreiten her. Wieso kommt der Applaus, wenn ich hängen bleibe? Oh, das C. Aber an sich richtig schön gemacht. Wirklich. Sehr, sehr schön. Gut, dann bin ich jetzt hier, so wie es aussieht, erst einmal fertig. Die neuen Sachen habe ich mir schon angeguckt. Wie gesagt, geschmacklich erstens nicht so wirklich meins. Zweitens finde ich, passt es aufs Pferd einfach überhaupt nicht drauf. Und dann ist es noch ganz schön teuer wieder. Und genau. Ich würde sagen, wir reiten jetzt erstmal nach oben. Und weil ich habe bei Idris, glaube ich, noch eine Quest. Auf jeden Fall fand ich die ganzen letzten Male bei Idris noch irgendeine Quest und mich interessiert einfach mal, was das ist. Und da wir ja in der Nähe sind, würde ich sagen, machen wir das einfach nochmal kurz mit. Bietet sich ja auf jeden Fall an. Ich bin mal gespannt, worum sich darin handeln wird. Und dann schauen wir mal, was wir noch mit der angebrochenen Zeit machen. Und die Folge wird heute einfach ein bisschen kürzer. Weg mit dir, kleiner Flo. Ich muss mir Tricks für meine nächste Show ausdenken, weil du neulich den Feuerungsabdruck fallen gelassen hast. Es war unser Traum. Pferde jenseits der Vorstellungskraft und ein Rennen ohne Grenzen. Schade, dass wir dieses Spektakel nicht wiederholen können. Jetzt meine Pferdestars nur noch aus C besteht. Es sei denn... Lara, du wärst wieder ein Pferd. Diesmal ohne Tricks. Nur für das Rennen. Und du könntest weitere magische Gestalten annehmen. Aus Träumen und Alträumen inspiriert. Ja, ja. Du gegen sie. Eine Revanche des Jahrhunderts. Doch warum nicht weitermachen, ma chérie? Lade deine Freunde ein. Ihr könnt alle gegenseitig antreten. Dieses Mal ohne Tricks.
Wenn das Rennen zu Ende ist, verwandle ich euch in Menschen zurück. Ich schwöre es im Namen von Pandoria. Oh, das wird ein Spaß. Ein großartiger Zeitvertreib, von eurem menschlichen Herzen mit Freude zu erfüllen. Bis zu dem unvermeidlichen Tag, an dem eure Welt für immer ausgelöscht wird. Sprich mit Sinn, wenn du sie herausfordern möchtest, oder veranstalte die Renntafel, um mit deinen Freunden ein Gruppenrennen zu starten. Okay. Das ist jetzt also ein ganz tickliges Rennen. Das können wir einfach nochmal machen. Das war das falsche Rennen. Egal. Wir bekommen immer eine Erfahrung. Und dann habe ich ein Problem. Ich muss da mal einen kurzen Cut machen, weil ich gerade angerufen werde. So, und weiter geht's. Nicht wundern, ich habe die Kamera eben ein bisschen kleiner gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen angenehmer. Oder hoffe ich auf jeden Fall. Und dann gebe ich das Rennen ab und dann können wir dann endlich das richtige Rennen starten. So, genau. 175 XP auch. Nicht schlecht. Vielleicht werden wir dann sogar Level 4 noch mit Noble Vanilla. Guck mal an. Ich bin ein goldenes Pferd mit Ausrüstung drauf. Sie läuft ja aber ganz schön große Kreise, muss ich sagen. Also da könnte sie doch noch ein bisschen enger rumreiten, dann wäre sie nämlich auch deutlich schneller. Konfetti. Am Dienstag mache ich übrigens mit Professor Hayden weiter. Ich denke, das wird jetzt hier wirklich mal eine etwas kürzere Folge, die sich jetzt halt nur auf Rennen spezialisiert hat, auch wenn sie dann wirklich sehr kurz ist. Aber ich denke, das ist alles verkraftbar. So, dann haben wir jeweils hier durch. Und dann geht es wieder hier rum. War das schon immer so lang? Ups. Ich glaube, man reitet hier auch eigentlich nur im Kreis die ganze Zeit. Nur es erneuert sich halt irgendwie. Ups. Da geht's weiter. Wo muss ich hin? Ich muss nach dort. Ja, das hätte ich mir gesprungen. Es sind so viele Sprünge hintereinander. Und jetzt gehen wir auf einen Ball drauf. Sieht sehr schön aus bei den Lusitano, finde ich. Ist ja ein goldenes Lusitano-Pferdchen. So, jetzt können wir ganz zum Weiterreiten. Und da hinten sind wir dann gleich am Ziel. Und Kukus, wir haben es geschafft. Sehr schön. So, sehr schön. Dann haben wir das erstmal funktioniert. Und Noble Vanilla ist jetzt Level 4. Das gefällt mir sehr gut. Und ich weiß, die Folge wird jetzt wahrscheinlich nur so 4-5 Minuten lang sein. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal machen wir mit Professor Hayden weiter. Habt ihr so einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.